Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. André, Glückwunsch zu ganz, ganz wichtigen Punkten, drei Punkten, die ihr gestern gegen Aue eingefahren habt. Vielen Dank. Ja, ich habe auch super gefühlt. Gestern haben wir gut gespielt. Stimmung war super, also wir sind alle zufrieden. Wir haben drei Punkte und wir sind der Besieger. Yeah, I think game yesterday was a great game, great team performance, and you could see all of the players on the pitch and on the bench are like all fighters. Everyone fought, everyone gave each other the motivation, and at the end we got a victory. So that was the most important thing. Schmidi, Glückwunsch zu zwei Toren, wo ein Tor richtig sensationell war gestern. Dankeschön. Ja, gibt nicht viel zu sagen. War natürlich wichtig, schön für uns, das Spiel zu gewinnen, den Fans was zurückzugeben. Haben viel Scheiße erlebt die Saison, haben uns trotzdem immer unterstützt und ja, ist natürlich schön, wie gesagt. Für die Fans, für uns alle, ja, für mich persönlich, dass das dann mit zwei Toren natürlich klappt, ist für mich persönlich umso schöner, klar. Beschreib mal das zweite Tor, wie das zustande gekommen ist. Wie spürt man das, dass man dann zum Fallrückzieher ansetzen muss? Ja, wie du es schon sagst, dass dann eher muss, ist alles instinktiv. Der Ball kommt, dann nimmst den Ball an. Ja, und dann ist es einfach Instinkt, da denkst du dann nicht viel drüber nach. Dass es dann natürlich so klappt, war natürlich ein bisschen glücklich, steht außer Frage, aber ja, wie gesagt, da ich so der Mannschaft helfen konnte, ist für mich natürlich ein richtig schönes Gefühl. Gleich am Anfang gab es den direkten Dämpfer, das Gegentor. Ihr habt euch aber nicht aufstecken lassen, sondern habt gekämpft bis zum Ende und seid dann noch kurz vor der Pause belohnt worden. Ja, ich weiß nicht, was passiert. Wir haben ein bisschen geschlafen, erste 10 Minuten, aber dann war das gut und wie du sagst, in 45. Minute, wir hatten einen großen Schaden, wir haben Latte getroffen. Also schade, das war kein Tor, aber wir haben gewonnen und das ist wichtig. Ja, ich glaube, das Gegentor war ein bisschen unglücklich. Der Ball wird wieder zurückgeköpft, dann ist die klassische Gegenbewegung. Stürmer geht rein, Abwehr geht raus. Ja, war eine Millimeter-Sache, ob es dann Abseits war oder kein Abseits, bisschen bitter. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, für uns war es natürlich enorm wichtig, dass wir dann kurz vor der Halbzeit den Ausgleich gemacht haben. Somit war das Spiel wieder komplett offen. Und dann denke ich, in der zweiten Halbzeit haben wir auch schon vor dem Tor uns sehr, sehr gute Chancen rausgespielt, die wir eigentlich machen können, vielleicht sogar machen müssen. Und ja, von daher haben wir meiner Meinung nach das Spiel auch gestern sehr verdient gewonnen. Gottfried, für dich war das erste Sachsen-Derby. Wie hast du die Woche und wie hast du das Spiel erlebt? War das was Besonderes für dich? I think even though it was a derby game, I felt no difference, because our fans are always great. And I saw no difference from what they do in away games and home games. So I feel like they are just amazing. They always there. Either we lose, draw, win or whatever, they're always there to support. So I felt no difference today. But even though it was a full house today, but I felt no different because they're always the same. Amazing. Ja, ich habe schon viele Derby gemacht in Tschechien, auch in Deutschland hier, wenn ich in Nürnberg war. Also das ist einfach ein besonderes Spiel. Wie gesagt, Stimmung und alles war super und drei Punkte noch dazu. Besser geht's nicht. Gottfried, du hast auch ein super Spiel gemacht. Du hast das 1:1 aufgelegt für Patrick Schmidt und in der zweiten Halbzeit fast noch selber getroffen. Yeah, I know. I had a great game, but it was together as a team. Without my teammates, I won't have a great game. So it's like a teamwork, helping each other to have a good game. Then at the end, we can get a result as a team and also a result as individuals. And feel good to have my first assist for Schmidt. And actually, he spoke to me a day before the game. He was like, we saw a goal in Bundesliga 1 game, and it was like, this is gonna be me and you tomorrow. And it was exactly the same we had yesterday. So it feels great, and my chance, I think the goalkeeper did a great work, but I never stopped believing. I kept going, but at the end, we got a winner goal from Schmidt again, and that's why I said it's all about teamwork. If I don't score, someone else would do. Ja, er ist für uns natürlich mit seinen tiefen Laufwegen enorm wichtig. Das hat man beim ersten Tor auch gesehen.
ja, da musst du als Stürmer eigentlich nur noch Danke sagen, Fuß hinhalten, macht er überragend. Bei seiner Chance hätte ich mich dann gern revanchiert, als ich ihn querspiel, hat er leider nicht gemacht, aber ja, wie gesagt, tut unserem Spiel enorm gut, gut einen Spieler zu haben, der auch in die Tiefe geht, der schnell flankt, der es 1 gegen 1 sucht, und das hat man gestern gesehen, denke ich. Es war der zweite Sieg in Folge. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal bei Dynamo gab. Das kleine Pflänzchen Hoffnung wächst und wächst, auch weil die anderen vor allen Dingen da unten auch federn lassen. Es ist nur noch ein Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz und 4 Punkte auf dem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Ja, ich habe es letzte Woche gesagt. Wir müssen einen kleinen Lauf vielleicht hinlegen. Das haben wir jetzt mit 2 Spielen gut angefangen, trotzdem. Ja, es gilt einfach weiter zu machen. Es bringt uns alles nichts, wenn wir die nächsten Wochen alle Spiele verlieren. Das muss uns Auftrieb geben, und ja, wir müssen dranbleiben und wir glauben an uns.